Energieschilde. Wir müssen erst die Schilde deaktivieren, bevor wir uns seine Schwachstellen vorknöpfen, Major. Hoffentlich sind die Entwürfe korrekt. Nehmen wir diesen Mistkerl auseinander. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin vorbereitet. Besiegen Sie den Aufseher! Ja? Ach so. Ach du Scheiße! Die Fusionszellen. Lassen Sie ihn eine davon leeren. Es sind die blauen Container. Ach ja, ach so, natürlich, klar. Nichts leichter als das, So, also. Hat nicht ausgereicht. Lassen Sie ihn einen der EMP-Container schlucken. Ja, sehr gerne sogar. Na nü, jetzt komm doch mal her hier. Scheiße. Irgendwie bin ich gerade leicht im Stress. Der kommt mir ein bisschen zu nahe. Die Bomben sind mir gerade total egal. Hier liegen aber ja jetzt mittlerweile genug rum. Hier, mein Freund, schluck doch ein paar. Schluck doch ein paar davon. Ja, Hallöchen. Die sind aber auch gerade ein bisschen schwer zu treffen. Oder ich stelle mich einfach. Nein, 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 nicht mich. Nicht mich. Hier liegt alles voll mit Containern, Junge. Ach, guck an. Da ist es ja schon. Und natürlich habe ich genau jetzt keine Munition mehr. Aber gar kein Problem. Eieiei. So, ich muss mich mal ganz kurz hier um die kleinen Typen kümmern. Die auch gleich schön auseinanderfallen. So, kümmern wir uns also mal darum. Scheiße. Ah, haha. So, also wir müssen uns immer wieder darum kümmern, dass hier neue Container runterfallen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass hier ein paar Sachen kaputt gehen. So. Das sieht doch zurzeit gar nicht so schlecht aus. So, du hast auf jeden Fall genug zu schlucken erstmal. So, die Rakete ist schon auf dem Weg. Dann kann ich mich ja erstmal kurz hier rum kümmern. Einmal Heilung schnappen. Die kleinen Penner hier erledigen. Uah. Aua. So, und einmal vor allen Dingen Munition schnappen. Das habe ich jetzt gerade dringend nötig. Boah, dass so viele von den kleinen Typen hier unterwegs ist. Nervt mich gerade ein bisschen. So, ja, kommt mal her hier. Ich sehe, dass diese Fässer ja sogar schon selbst abgeworfen werden. Scheiße. Ach. Alter Schwede, wie viele kommen denn hier noch? Könnt ihr denn nicht einfach mal gepflegt sterben? So, einmal hier rein und noch einmal hier rein. So, mit der Heilung sieht es ja noch ganz okay aus. Aua. Ja, dann komm doch mal her hier. Ich habe nicht ewig Zeit.
Schließlich sind hier genug üble Typen unterwegs. So, ich brauche bald wieder ein bisschen Munition. So, irgendwie schluckt er ja dann doch noch welche. Ich glaube, dass wir diesen Gegner sogar noch relativ gut besiegen werden. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich auf diese Idee komme, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Aua. Was mir einfach nicht gefällt, sind die vielen kleinen Typen, die hier rumkriechen. So. Und nochmal. Und nochmal. Zack, das war der Aufseher. Yeah! Zerstörung! Ach, wie geil ist das denn? Ja, super klasse. Da haben wir den Aufseher erledigt und das auch wieder mal beim ersten Versuch. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich immer wieder erstaunt bin, dass es dann doch letztendlich so gut klappt mit den Bossgegnern. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich diesen riesen Scarab da bei den auf dem Dach des Hauses fand ich noch ein bisschen tougher als diesen Aufseher. Aber wahrscheinlich nur deshalb, weil da einfach viel größere Zwischengegner ständig kamen. Ne, da waren ja auch diese großen Ramböcke da und Raketenbots und alles. Hier hatten wir es quasi nur mit Kleinvieh zu tun und halt den Aufseher. Aber das ging noch relativ gut zu managen. Da bin ich echt froh. Und wir haben natürlich unser Ziel erreicht. Das will ich aber auch meinen. Wir haben noch eine Belohnung freigeschaltet. Das Ganze in 23 Minuten, 18 Sekunden. Wir sind nicht gestorben, haben knapp über die Hälfte an Nennos gesammelt, keine Geheimnisse gefunden. Hier gab es noch Geheimnisse, interessant. 3 Belohnungen kassiert, 195 Feinde getötet, 29% davon als Umgebungskills. Puh, wir haben 31 Objekte zerstört, fast 18.000 Schaden verursacht und 1.730 eingesteckt. Zu den Missionspunkten sage ich nichts mehr, die sind ja eh immer auf dem gleichen Level. Ja, und weiter geht's. Das ist also Haven. Ganz anders als Bizor. Verdammt! Was zur Hölle? Der gehörte mir! Nächstes Mal suchen Sie sich einen eigenen. Ganz ruhig, Major. Ich bin nicht Ihr Feind. Schön, Sie so gesund zu sehen, Major Fletcher. Verdammter Ex-Major! Was ist das für ein Ort? Wie konnten Sie... Ich beantworte Ihre Fragen gern an einem sicheren Ort. Meinetwegen. Wissen Sie das, Bizor? Bizor ist verloren. Womöglich können wir es nicht zurückerobern. Wer zur Hölle sind Sie? Wie konnten Sie diesen Ort geheim halten? Wir sind Überlebende. Nur das ist wichtig. Den Rest erfahren Sie später. Major Fletcher, Professor Novak, willkommen in Haven. Huch. Ah, okay. Ach Mensch, das war's? Ha. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das war das Hauptspiel sozusagen. Das war Hard Reset in seiner Urform. Die Erweiterung wird danach
wahrscheinlich kommen. Da bin ich sehr gespannt. Hier hat wohl das Hauptspiel geendet. Da war der Aufseher quasi der letzte Endgegner. Ja, das kam ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Da dann, ja, wie ich ja schon sagte, doch noch relativ gut zu besiegen war, gut zu handeln war. Ja, ich bin jetzt ein bisschen baff und sprachlos, muss ich sagen. Also das Spiel an sich, wer auf die klassischen Shooter steht, dem kann ich dieses Spiel wirklich nur ans Herz legen. Es ist unkompliziert, es macht Spaß, es ist dennoch abwechslungsreich. Auch wenn man quasi nur zwei Grundwaffen hat, hat man dennoch eine wirklich gute Auswahl an Schussmodi letztendlich. Ja, und da macht das Spiel schon Freude. Man kann es ja auf unterschiedliche Arten spielen, wenn man das so nennen möchte, halt mit seiner eigenen Waffenauswahl, mit der Auswahl an Upgrades, die man einbauen möchte. So, denn denke ich mal, lohnt sich zumindest ein nochmal Spielen dieses Spiels in gewisser Art und Weise, auch wenn es natürlich von der Story her und von der Linearität her nichts ändert letztendlich. Aber ich sag mal, für die paar Kröten, die man im Grunde letztendlich dafür bezahlt, ist es das Spiel auf jeden Fall wert. Also es ist ja eigentlich auch ein Indie-Projekt, ein Indie-Spiel. Und was die Leute da auf die Beine gestellt haben, das finde ich schon wirklich auch beeindruckend. Auch die Grafik und so weiter. Es ist natürlich nicht ein Modern Warfare 5,5, aber es ist stimmig, es ist passend und es macht einfach Spaß. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal dafür bedanken, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Und ich freue mich jetzt schon auf die Erweiterung letztendlich und bin auch gespannt, wie lange die dann quasi wie viel Story und wie viele Stunden Spiel die dann letztendlich noch hinzufügen wird zu dem Spiel. So, das waren auch dann scheinbar die Credits, die sind hier an der Seite durchgelaufen und beginnen von vorne. Und jetzt denke ich mal, wenn ich eine beliebige Taste drücke, dann wird quasi die Story fortgesetzt. Und deshalb werde ich das jetzt einfach mal machen. Wir beginnen quasi nahtlos mit der Erweiterung. Beziehungsweise einem formschönen Ladebildschirm. Oh, oder auch mit dem Hauptmenü. Ja, das ist interessant. Ich guck mal jetzt ganz kurz. Ich klicke mal eben auf ein neues Spiel. Neue Kampagne, Ex-Modus, Heldenmodus, Survival-Modus. Schade, dass es dazu keine Beschreibung gibt, was das denn überhaupt macht. Ex-Modus, ja, schön. Schwierigkeitsgrad. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen ratlos, wie man denn jetzt... Dieser Modus verwendet nur die ersten Kontrollpunkte eines Levels und ist schwerer als der Schwierigkeitsgrad wahnsinnig. Herausforderung akzeptieren? Nein, im Moment nicht. Was ist der Survival-Modus? Na, was macht der? Ach so, ja, okay, da kann man scheinbar dann einzelne Level auswählen und dann auf einer gewissen Schwierigkeitsstufe versuchen zu überleben. Ja, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt neue Kampagne antippe. Ich schau mal ganz kurz. Leicht nochmal schwer. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich probiere mal diesen Ex-Modus aus. Der macht jetzt auf mich doch den Eindruck, dass er am ehesten der Erweiterung entspricht. Deshalb schauen wir uns das doch einfach mal an. Schwierigkeitsgrad, ja, normal würde ich auch so lassen. Ich klicke mal einfach drauf. Mal gucken, was passiert. Ja, normal, hatten wir quasi schon gesagt. 17. Januar 2436. Sektor 6, europäischer Bezirk Bison. Hauptquartier, hier Fletcher. Patrouille beendet. Ich bin in den Chase Moonshine. Ja, das werde ich dann, denke ich mal, gleich abbrechen, wenn der Ladebildschirm, wenn der Ladebalken hier fertig ist. Das haben wir ja schon gesehen. Ich trinke nicht gern allein.
ein... Dieser Sektor ist gefährdet. Begeben Sie sich zur Einbruchstelle, um sie zu untersuchen und sichern Sie Beweise. Tja... Interessant, das ist also scheinbar vielleicht doch nicht die Erweiterung. Ja, dann gehe ich dann doch mal wieder raus. Also nochmal das komplette Spiel wollte ich jetzt nicht unbedingt durchspielen. Zurück zum Hauptmenü. Ja, also dann denke ich mal, werde ich jetzt nach einer knappen halben Stunde eventuell schon die Aufnahme beenden, weil ich jetzt gerade wirklich nicht weiß... Extras, Flying, bla 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 bla, ins Ödland Haven, okay. Benchmark kann man sogar auch machen. Hier kann man sich nochmal die ganzen Videos anschauen. Ja. Also ich werde mich mal ein bisschen umgucken, wie man jetzt dann auch die Erweiterung spielen kann. Jetzt muss ich dann leider die Aufnahme beenden, weil es mir nicht ganz ersichtlich ist. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns dann bald wiedersehen bei der Erweiterung und bedanke mich zunächst einmal nochmals fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, dann sehen wir uns bei der Erweiterung von Hard Reset oder auch einem anderen Spiel, was ich als nächstes Let's Playen werde. Was genau das ist, steht noch nicht 100%ig fest, aber ich habe da so eine kleine Auswahl schon getroffen. Gut. Na dann möchte ich mich noch einmal verabschieden. Nochmals vielen Dank, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.